spielt auf Kins Vater. Kins Vater setzt sich gut durch. Hat die Chance für einen Abschluss. Gut, aber ein Tor! Tor durch Benjamin Kins Vater in der 26. Minute. Der Kette da dieses Mal das Abseits nicht funktioniert und Lupfer über Matthias Leier. Und das ist das 1:1 bereit. Jetzt gibt es einen Freistoß für den VfR 1. Alessandro Abruscia läuft an. Gute Position, guter Freistoß. Tor! Was ein geiles Ding! Und da ist das 2:2. Da ist die Nummer 27. Hasan Pepic kommt ins 1-gegen-1, verfolgt von Sascha Korb. Und es steht 3:2 für den Balinger SC.